Hey Leute und willkommen zurück bei Heroes Hero mit der letzten Folge. Aber natürlich nur in diesem Jahr. Wisst ihr noch, als wir damals diesen Prank gemacht haben, die letzte Heroes Hero Folge. Aber es war natürlich nur in diesem Jahr. Und deswegen haben wir uns heute ein kleines Special ausgedacht, nämlich heute mit Facecam am Start. Mit Facecam. Mit Double Facecam, wie Double wir es damals Facecam, gesagt ja, wir haben. Wir müssen ein bisschen eng zusammendrücken, dass die Facecam uns auch richtig einfangen kann. Aber das passt ja auch. Ja, Weihnachten ist vorbei, Gott sei Dank, um ehrlich zu sein. Ich wurde tatsächlich gut beschenkt. Ich habe so einen coolen Gamersessel hier bekommen, wie man sieht. Oh ja, mit allerdings. Dem kann man nach hinten gehen und nach vorne gehen. Ja, der ist extrem. Nach unten und nach oben. Genau, und der ist extrem cool. Der Henk hat leider keinen guten Stuhl, deswegen sitzt er auf so einem kleinen billigen Stuhl. Nein. Aber ich würde sagen, das ist doch mal eine gute Möglichkeit. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Ich freue mich, wenn ihr drauf schreibt. Hast du was Gutes bekommen? Ja, ich habe was ziemlich Cooles bekommen, nämlich eine Zeichnung von meinem neuen Lieblingsgame, das ich mir erstmal selber geschenkt habe. Mein Lieblingsgame heißt nämlich für die PS4 Until Dawn. Until Dawn. Ziemlich cooles Game. Leider erst ab 18, deswegen wirst du es natürlich erstmal in ein paar Jahren kennenlernen. Und ich habe es auf jeden Fall doch gespielt. Hammer Teil, kann ich nur empfehlen. Und ja, Heroes Zero. Wir haben ja an den Weihnachtsfeiertagen sind wir mal auf einen spanischen Server gegangen. Warum? Um ein bisschen Spanisch zu lernen, weil du Spanisch lernst. Wir sind immer auf einen spanischen Server, schauen uns das Ganze an. Und was haben wir da entdeckt? Wir haben, und da diskutieren wir jetzt, und vielleicht könnt ihr uns helfen, wenn wir nicht einen Begleiter entdeckt. Wir haben einen Begleiter entdeckt, nämlich einen. Ein Igelbegleiter. Ich mache jetzt einfach mal so einen Screenshot, blende ich hier ein, dann seht ihr ihn. Und jetzt diskutieren wir gerade darüber, ob es den wirklich nur auf dem spanischen Server gibt oder auch hier. Ich sag natürlich, was hängt, du weißt ja gar nichts, den gibt's hier, das ist ein St. Patrick's Day Begleiter. Nein, ich habe den auf dem deutschen Server überhaupt noch nie gesehen. Deswegen habe ich gesagt, den gibt es wahrscheinlich nur auf dem spanischen Server. Naja, die allwissende Community würde uns das natürlich beantworten, hoffe ich mal. Und dann können wir ja unsere kleine... Schauen wir mal, wer recht hat. Schauen wir mal, wer der YouTube Pro ist. Zero Pro bist du, aber trotzdem, nicht. Es gibt diesen Igelbegleiter nicht. Das werden wir ja sehen. Nope. So, 162, Level 162, das heißt, das ist auch ein neues Dings erreicht, eine neue Welt. Genau. Eines neues Welt. Eines neues Welt. Eines neues Bald Welt. Kommt Australien übrigens ab Level 200. Das dauert ein bisschen. Und Jollywood. Ach, weißt du, was ich übrigens, wenn ich es kurz sagen darf, auch wenn es schon ziemlich alt ist, aka 2 Wochen alt oder so, diese, wie heißt die Fähigkeit, Multitasking? Mhm. Multitasking, wo man mehrere Sachen parallel machen kann. Oh. Die läuft übrigens aus bald. Ja, die läuft jetzt aus, ja. Und dann kann man sie verlängern oder man muss sie dann, ja, das heißt, man kann sie verlängern für... 100 Lifetime. Ja, das macht ja wohl kein Mensch. Aber es ist... Oder für 10, für 10 Tage oder so, oder? Oder wie war das? Und das ist ziemlich cool. Man kann, ich werde es mir, glaube ich, Lifetime holen. Sowohl Mission, Lifetime, hallo. Ja, okay, es ist schon ein bisschen... Ja, aber das ist ja an einen Server gebunden. Also wenn es jetzt Lifetime für alle Charaktere wäre, dann wäre es cool. Ja, aber okay, Lifetime stimmt. Für einen Server ist viel zu viel. Das lohnt sich nicht. Way too much. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, weil, zeig dir mal ganz kurz, du kannst jetzt quasi A, eine Mission machen, B, aber auch trainieren. Ach, schade, dass du jetzt... Und C, einen Sondereinsatz. Mach doch mal. Das fand ich so geil. Weil das ist das, was immer so genervt hat. Warte mal, ich brauche ganz kurz noch Equipment. Ja. Ich bin noch im Konditionsequipment. Okay. Währenddessen kannst du dir noch was von deinen Weihnachtsgeschenken erzählen. Ja, die Weihnachtsgeschenke, die ich nicht bekommen habe, sondern mir selber gemacht habe. Traurig. Naja, ich glaube, den gewinnen wir eher nicht. Nee, aber man konnte alles parallel machen. Ich fand es irgendwie auf jeden Fall extrem. Das ist wieder Spiegel gut. In Shakes and Fidget. Wieder mal war Heroes Hero zu spät. Bei Shakes and Fidget gibt es schon. Gibt's schon ewig. Wie viele Server gibt es eigentlich bei Shakes and Fidget? Ich glaube, fast 40. 40? Du bist ja so ein... Kleiner oder man kann auch sagen großer Shakes and Fidget Fan? Kaum, ich spiel's kaum mehr. Spiel's nicht mehr, aber hast du früher jetzt mich aufgespielt, ne? Das waren Zeiten. Leute, erinnert ihr euch noch an meine Shakes and Fidget Videos? Das waren doch Zeiten. Hast du Shakes and Fidget LPs gemacht? Ja, echt jetzt? Das war Spielen Zeit. Eigentlich mehr Leute Shakes and Fidget oder mehr Leute Shakes and Fidget, ganz jetzt? Klar. Oh, du hast, warte, oben links. Ja, den wollte ich mir kaufen, ja, aber ich habe gerade leider keinen Money. 16. Ja, aber du kannst ja sparen. Spar doch einfach. Mach ich auf. Oh, das ist ja cool. Siehst du, die Sau, die sieht irgendwie ziemlich cool aus. Die Sau? Ja, ich glaube, ich hab die auch schon. Ah, du hast die schon? So sieht die aus. Oh, und wie sieht sie aus, wenn sie alles hat? Was hat sie dann? Also, ich meine... So eine Schleife und so Schuhe. Ach, mehr so putzig. Die wird dann mehr so putzig, wenn sie größer wird. Putzig ist, glaube ich, ein Schwein. Okay. Nicht so, aber... Naja. Süß, eine süße Sau. Und an der Stelle will ich noch jemanden grüßen, nämlich den lieben Birkwin. Ist ein Heroes Hero Let's Player, der noch ein bisschen kleiner ist, aber den schaue ich mir auch gern an. Schöne Grüße gehen an dich raus. Kennst du ihn auch, Birkwin? No. Ist noch nicht so groß, hat vor kurzem einen neuen Kanal aufgemacht. Okay.
ist ein Hero Serious Player. Ich meine, dass er auf Server 6 oder 7 spielt. Okay. Und schöne Grüße gehen an dich raus. Und ja, möchtest du noch jemanden grüßen? Nein, aber wir können mal schauen, was im Team sich getan hat. Genau, unsere Beschreibung wurde übrigens ein bisschen schöner gemacht. Echt jetzt? Ja, die siehst du hier? Die haben wir ein bisschen verschönert. Die Tage. Wow, very, very good. Aber inhaltlich steht auch genau das Gleiche drin, ne? Inhaltlich steht fast das Gleiche. Who is new? Wer ist denn neu? Killer173 auf jeden Fall. Genau, und der hat hier auch wieder so ein cooles Wallpaper, mehr oder weniger. Okay, Level 42, eigentlich unter unserem Mindestlevel von 70, aber wir kennen den Killer von früheren Servern. Ist ein sehr netter Kerl, deswegen haben wir ihn. Unser Mindestlevel ist übrigens 60, aber okay. Nee, 70, stand eben in der Beschreibung. Ich hab's natürlich gelesen. Sorry. Okay, Assassin Mark ist auch ein sehr netter Kerl, denn der Assassine hat schon einige Donuts gespendet. Der kommt aber leider eher unregelmäßig, leider. Ist aber ein guter Typ. Von der Namen finde ich sehr, sehr, sehr cool. Wir schauen einfach mal alle durch. Nübel ist ebenfalls neu. Nübel ist new, keine Beschreibung. Finde ich immer schade, wenn Leute... Aber gutes Killung. Sehr gutes Killung. Ja, muss man echt sagen. Der Boss Jan ist ja altbekannt. Der Boss Jan, altbekannter wie größer. Sera, auch bekannt. Kenny Joe, können wir nochmal hier reinschauen. Den One kennt man ja auch. Oh, der hat sich aber gut gemacht. Und auch eine very gute Skill. Ich mag ja diese Chars mit den Schnauzbärten irgendwie nicht so. Die sprechen mich irgendwie nicht so an. Was hast du denn gegen Schnauzbärten? Ja, keine Ahnung. Sehen immer so aus wie so fiese Typen aus Fernsehserien. Mr. Crank. Mr. Crank. YouTube Heroes. Ja, dieser Hashtag verbreitet sich extrem heftig, Leute. Danke an euch, ihr seid echt die Besten. Crank scheint auf jeden Fall sehr gut gelaunt zu sein, wenn man so ein breites Grinsen sieht. Ja, sieht mir nochmal aufgesetzt im Grinsen aus. Kannst du uns ja mal drüber aufklären, ob das echt ist oder nur aufgesetzt? Nein, das ist so ein bisschen wie Stefan Raab, der immer so die Zähne zeigt. Ne? Ansonsten alles alte Bekannte. Die würde ich jetzt nicht irgendwie noch die siebte Mal vorstellen. Ich grüße nochmal Rübezahl, denn der hat sich vor kurzem als Berater bewiesen tatsächlich und hält sich sehr gut. Deswegen ja, macht einen super Job, ja. Schöne Grüße an dich. Genau. Und genauso wie unseren anderen Beraterfreund Sky to Light. Der ist ja eh immer dabei. Also schöne Grüße gehen auch an dich raus. Ich würde sagen an alle, schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Der heißt Sky to Life HD, macht Minecraft Let's Plays und bisschen Hero Zero. Oh, Minecraft. Und Minecraft. Konnte ich mich nie für begeistern, muss ich sagen. Du bist ja wieder so ein bisschen auf dem Minecraft. Ein bisschen, ja. Kann man ich sagen? Ich habe mir mal vor kurzem einen Server gemacht und da läuft es eigentlich ganz gut. Okay. Falls ihr auf dem spielen wollt, keine Ahnung, ich blende euch einfach mal hier die IP ein, falls jemand drauf möchte. Warum denn nicht? Und dann würde ich sagen, wollen wir nochmal auf deinen Chat schauen, oder? Können wir... Wir wollten nochmal auf den spanischen Server schauen und den Igel ganz kurz zeigen. Ich will unbedingt den Igel zeigen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl, bis gleich. So, hier sind wir auf dem spanischen Server und ich bin ein Freaky. Freaky difícil de eludir. Genau. Und ich wurde schon in ein spanisches Team hier aufgenommen tatsächlich. Ist auf jeden Fall sehr cool. La Victoria. Definitiva. Okay, und dieses Team ist ja nicht, ich weiß gar nicht, wir können mal nachschauen. Wow, Platz 16. Platz 16? Oh. 16.000 Honor. Ampliación. Das ist aber ein cooles Team. Was heißt eigentlich Ausbau auf Spanisch? Ampliación. Ampliación. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Equipos, Liga, Torneos, Semanal. Mostrar Equipo, Teamanzeigen. Aber schaut mal, was mir auffällt. Auf diesem Server ist kein Team voll ausgebaut. Gar kein Team. Tatsächlich. Gar keins. Wer ist denn hier die Nummer 1 in Spanien? Extreme Security. 97% Ausbau. Okay, lass mal schauen. Warum geben die so viel Geld für die Spiele aus, aber nicht mehr für den Vollausbau? Lass doch mal schauen, was haben sie denn nicht ausgebaut? Lass mal ganz kurz schauen. Haben sie alles nicht ausgebaut? Nee, warte mal, sie haben nur Dings nicht ausgebaut mit Münzen. Das kann ich aber auch verstehen. Also, das finde ich auch total das Unwichtigste. Also, Münzen werden da später eigentlich immer unwichtiger, oder? Mal ganz ehrlich sagen, da würde ich auch zum die Kohle lieber sparen. Also rein sparen. Theoretisch. Legion de Angeles. Ja, das ist schon interessant. Katana. Katana. Geile Namen, ne? Also schau mal, wie sie aussieht. Mi nombre es Katana, yo soy del equipo Legion de Angeles. Wir können ja mal schauen, was die Levelhöchsten sind hier auf dem Server. Auch schon 379. Das ist ja mal eine stolze. Er muss den aber schon ziemlich lang geben. Ja, das ist ja der Espanol 4. Wie ist der noch im Espanol 1? Espanol 4. Achso, okay, na gut. Die haben wahrscheinlich später angefangen, aber trotzdem. Ne? Auf der Espanol 1 ist wahrscheinlich Nivel... 400. 50. 500. Extreme Security. Wer ist eigentlich der Leiter davon? Ist
Ach genau, sie hier. Das ist ihr. Naja, wir haben leider gerade gesucht, aber haben den gleich nicht mehr aufgefunden. Nee, wir haben diesen Igel nicht mehr gefunden. Deswegen nochmal, bitte helft mir, sagt mir, ja Hank, du bist nicht vollkommen bescheuert. Diesen Igel gibt es tatsächlich nur auf dem spanischen Server. Leute, was würde das denn für einen Sinn machen, damit ein Begleiter nur auf dem spanischen Server existiert? Ein spanisches Bonusgeschenk für die spanischen Eurosera-Freunde. Me llamo Lucas, soy un YouTuber de Alemania. Me gustan perros y erosero. Ja, ich hatte keine gute Idee für eine Beschreibung, deswegen. Ne, immerhin, ist ja nicht das Leckte. Ne, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Immer schön liken, kommentieren, abonnieren, schaut beim Hank vorbei. Der macht keine aktiven Videos, aber hat ein Video gemacht. Nein, aber ich will Videos anfangen. Und zwar, ich hatte mir eine Sache überlegt, aber wir hatten ja eine. Ah nein, kann ich nicht verraten. Doch! Ich werde mir auf jeden Fall für das neue Jahr was überlegen. Ah, ich weiß mit schon. Einem eigenen. Nicht mit einem eigenen, aber würdest du mich ein bisschen unterstützen? Am Anfang? Weiß zumindest, es nicht. Dass ich ins Laufen komme, dass ich so vielleicht so 10 oder 20 Abonnenten kriege. Schauen wir mal, ob ich so nett bin. Naja, das wäre schon eine großartige Sache. Na, dann würde ich sagen, wir bedanken uns erstmal für ein Jahr der Hero, Treue. Zero. Ja, und das alles so schön. Upsa, boom, ich bin an die Kamera gekommen. Sie hat das gerade eben gewackelt. Dass ihr immer dabei wart, dass ihr die Videos von immer schön live kommentiert, abonniert habt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch und ciao. Vorher noch eine gute Zeit und schreibt, was ihr jetzt zu Weihnachten bekommen habt in die Kommentare. Großartige Silvester und ein Happy 2016, wenn es denn dann in ein paar Tagen an die Tür klopft. Lasst es herein und freut euch darauf. Ciao. Bye.